Pech habe, das nicht finde. Warte mal. So, ich nehme mal die Kraftwurzel hier mit. Warte mal, wo war denn das? Frostfeldwüste. Ist das Fahrschnitt? Ich hasse das. Das muss also hier irgendwo sein. So, warte mal. Ja, zum Schätzen ist das nicht. Ist das jetzt nicht kippt oder was? Es muss ja eigentlich offiziell hier sein. Ich finde nur gerade. Nicht den Anhaltspunkt. Hä? Was soll das denn sein? Also eigentlich müssen hier Spuren im Schnee irgendwo aufgetaucht bekommen. Nur die Frage ist. So. Okay, jetzt verstehe ich auch gerade, warum es nicht weitergeht. Oh, ernsthaft. Ich weiß jetzt, warum es nicht weitergeht. Weil es tatsächlich der Fall ist, dass wir mit der Story noch nicht durch sind. Wir haben die Afterstory noch nicht gespielt. Sprich, wir müssen eigentlich noch das ganze Ding zu Ende machen hier. Das erklärt's auch. Okay, ne, ich weiß was zum. Jetzt habe ich es auch gelesen. Gut, dann probieren wir es heute nochmal. Es ist nervig gerade. Das Spiel nervt mich gerade so ein bisschen. Na, warte mal, ich muss jetzt gerade gucken, wo ich bin. Warte mal, kann ich so ins Schwimmerbad gehen? Das ist so. Ist nervig gerade, ja. Gut, dann müssen wir den finalen Kampf noch abschließen. Dann müssen wir das Ding noch ausgehen machen. Gut, dann probieren wir es heute mal mit Yuram und dann versuche ich mich in der nächsten Folge daran nochmal ausqueen. Neue Pokémon zu sammeln. Also beziehungsweise die Story durchzuspielen, damit ich euch dann endlich den nächsten Teil zeigen kann. Gut, auf geht's. So, okay, los geht's. Die Frage ist, welches.
Wir gehen mal auf, egal welche Pokémon. Mal gucken. Vielleicht haben wir ja ein bisschen Glück, weil es ein anderes Pokémon verfinden. Damit das nicht so langweilig ist. So, alleine kämpfen, schauen wir mal. Was haben wir denn als letztes? Nidoking, Mortipod, Starmie. Okay. Ich nehme mal Mortipod. So, gucken wir mal, was wir jetzt diesmal kriegen. Es ist ein Pokémon vom Typ Flug. Okay. Das kann alles sein. Natürlich fangen wir mit dem Pokémon. Ja, dann nehmen wir jetzt erstmal hier das Pokémon mit. Ich glaube, das andere, das könnte ein Noctu sein, das links. Aber hier, das wird wahrscheinlich ein Ninja-Top sein. Gucken wir mal, ob wir jetzt ein bisschen Glück haben. Ninjask ist es, wenn es nicht Ninjask ist. Ninjask. Ist die Weiterentwicklung. Aber wie gesagt, ich muss die Story noch einmal durchspielen. Das ist okay, jetzt auch. Ja, es nervt halt, dass ich nicht weiter, dass ich nicht meinen Spiel von mir habe. So, erstmal auf jeden Fall sein Schwarm, geht auf mich. Ernsthaft. So, Gegner, wie war das denn? Ich weiß nicht, was es sein könnte, ne? Die Frage ist, ob es ein legendäres Pokémon gibt, die wenig Kraft ergibt. Ja, und ein kleiner Schlag von Nido King noch hinterher. Das ist also wie ein Chinese hinterher. Feierabend. Gut, dann haben wir das Ninjas schon mal down. So, eigentlich. Ja, mal gucken, was wir heute kriegen. Kann natürlich alles sein. Nicht den Ziel noch nehmen. Ach, die Batterie hat nicht okay, aber gut. So, okay. Mal ein Faxo, sehe ich das richtig gerade? Nehmen wir mal ein Faxo mal. Ich weiß gar nicht, was das andere davor war. Ich glaube, das war ein. Ich will jetzt dieser Büffel. Definitiv. Ich komme gar nicht auf den Namen. Den wir auch schon alle in der Krone, in dem ersten DLC-Teil gesehen haben. Wieso Funk? Ja, das Pokémon, was ich meine. Ja, aber Faxo ist definitiv. Das ist nicht clever. War eigentlich doof, das weiß ich. Weil so können wir nichts machen. Okay, wir gehen mal auf. Egal, wir gehen trotzdem auf. Faxo, ja, gut, nachdem was es gemacht. So klingen wir erstmal von Stami. Wir hauen den Gigasauger hinterher. Angela geht. Ja, wieder Angela. So, mein Fax ist paralysiert. Moment, wieder. Ist das nicht die Tochter? Ist das nicht die. Die Tochter von dem Pioni, die jetzt uns begleitet hat, mit dem Kabelkracher. Ja! Was ein Held. Okay. Egal, dann sind wir trotzdem weiter. Ja, komm, wieder war die hiesige Tochter. Ja, das ist die, glaube ich. Die uns jetzt tatsächlich mal unterstützt.
Body Slam. Okay. Ich will mich tatsächlich nicht so viel machen. Ich hole mir mal ein bisschen meine KP zurück. Ja, wie gesagt, werde ich euch in der nächsten Folge zeige ich euch auch definitiv, die am Montag rauskommt, zeige ich dann, mache ich mal dann mit dem Teil weiter mit den Spuren. Weil wir müssen da, wie gesagt, den finalen Kampf mit Hauptnach machen. Das kriegen wir schon noch hin. Aber heute machen wir erstmal das kleine Nest. Fuck so down. So, super Ball. Nehmen wir mal mit. Keiner von euch, dass man fragt so mit. Okay. So, dann lasse ich mich jetzt mal heilen, weil ich muss mit dem Team Wasser. So, was? Ja, komm. Wir nehmen den Riskins. Was haben wir denn? Quartermark. Okay. So, das letzte Pokémon ist jetzt, glaube ich, ein Velsar. Sehe ich das falsch oder sehe ich das richtig? Das ist die große Frage. Es ist tatsächlich ein Welser, ja? Ich hab's doch. Dann bist du. Typ Boden. Wasser. Oder Wasserboden, wie auch immer. Okay. Ich kann mal einen Durchbruch, bitte, sonst nichts. Aber ich glaube, das Tangela, das kann ihm richtig wehtun. Komm, Tangela. Ja, da sag ich, dass Tangela du mit der Blattgeise nämlich richtig weh. Dünner Flut. Aber weh bist du, bist du? Ja. Das waren aber auch 140 KP oder so knapp. Na, ist gut auf. Haben wir das Ninjas mitgenommen? Jetzt wollen wir nicht damit gucken, wann wir das. Aber mit der nächsten Attacke bist du eh down. Bist du eh down. Jetzt mit deinem nächsten Blattgeißel. Jetzt kommt noch ein Durchbruch hinterher. Und dann kommt die Blattgeißel. Dann müsste eigentlich durch sein. Jawohl. Tschüss. So, und jetzt tauscht bitte dein schonisches Ninja-Turm gegen das Welser aus, Digga. Weil es wird Zeit. Weil sonst mache ich das. Ah, aber das ist auch im Sack. Wieso weit mein Team ist Pokémon so angeschlagen? Ich nehme es auf jeden Fall mit. So, und jetzt erfahren wir, welches legendäre Pokémon oder welches Pokémon überhaupt im Bau vorstellt. Ich weiß nicht, kann sein, dass es auch ein normales Pokémon ist. Im Flug kann vieles sein und es ist. Es ist mal eben ein Spaß. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Das Pokémon müssen wir auch mal gucken, dass wir uns irgendwie gefangen bekommen. Hart ein bisschen nervig. Blöde Attacken. Ich hab keine Eisattacke.
Das kriegen wir doch nie im Leben down. Mit dem. Mit dem Stamin. Ja, weiter mit der Regenwege.